unterwegs in Frankfurt. Manhattan. Laut, schnell, ungeduldig. Hier hat der Stress ein Zuhause. Ein spannender Ort für Britta Hölzel. Sie kennt sich aus mit Gefahren und Nebenwirkungen des modernen Lebens. Als Doktorin der Psychologie forscht sie nach den Wegen aus der krankmachenden Zivilisationsfalle. Wie kann und soll der Mensch mit dem Trommelfeuer an Hektik, Lärm und Chaos umgehen? Britta Hölzel selbst macht einen sehr entspannten Eindruck. Wie schafft sie das? Herzlich willkommen bei Planet Wissen und auch herzlich willkommen, Frau Dr. Britta Hölzel. Schön, dass Sie da sind und ich gebe die Frage gleich mal weiter. Wie schaffen Sie das? Ja, ich bin bestimmt auch nicht immer entspannt, aber ich praktiziere Meditation und Yoga und das hilft auf jeden Fall sehr, mit dem Stress klarzukommen. Yoga beinhaltet auf jeden Fall Meditation und darum geht es heute bei uns. Sie dürfen gespannt sein, denn vielleicht lernen wir das ein oder andere von Ihnen. Auf jeden Fall hoffe ich das. Sie meditieren nicht nur selbst, sondern Sie erforschen auch, wie sich Meditation auf das Gehirn auswirkt, wie Meditation das Gehirn verändert. Die Forschungsergebnisse werden wir im Laufe der Sendung dann auch noch kennenlernen. Jetzt gehen wir erstmal an den Ort, wo für unseren Gast alles anfing. Indien. Ungefähr 10 Flugstunden von Deutschland entfernt. Siebtgrößtes Land der Erde. Bevölkerungsreichste Demokratie der Welt. Rund 1,2 Milliarden Menschen leben hier. Und jedes Jahr kommen mehr als 16 Millionen dazu. Ein Land der Gegensätze. Einheit in Vielfalt, das ist ein oft zitierter Slogan. Er steht für die große Fülle an Menschen, Kulturen, Religionen und Sprachen, die es hier gibt, aber auch für den Zusammenhalt des Landes. Religion und Alltag sind in Indien eng miteinander verbunden, viel mehr als in anderen Gesellschaften der Welt. Eine wichtige Rolle im religiösen Leben spielt der Ganges, Indiens heiliger Fluss. An seinem Ufer treffen Wandermönche, auf Pilger und Yogis. Meditation und Ritual bestimmen den Tagesablauf. Rishikesh, eine Pilgerstadt am Fuße des Himalaya. Hier gibt es besonders viele Ashrams, Meditations- und Yogazentren, die dem Rückzug und der Besinnung dienen. Aber auch Feste werden hier gefeiert. Der Ort ist nicht nur bei Indern beliebt. Menschen aus aller Welt kommen hierher. Frau Hölzel, Sie reisen häufiger nach Indien. Was reizt Sie an dem Land? Ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie so viele Kulturen und so viele Religionen auch an einem Ort zusammenkommen. Die Intensität, die Sinneseindrücke finde ich immer ganz beeindruckend, die Gerüche und Farben im Land. Aber mich hat das auch immer fasziniert, wie Spiritualität so gelebt wird und so ein Teil des Alltagslebens dort auch ist. Wann waren Sie zum ersten Mal da? Ich bin das allererste Mal nach dem Abitur dort gewesen, bin ein halbes Jahr durch Indien gereist. Mhm. Eigentlich sind Sie ja jetzt nicht unbedingt ein Kind der Hippie-Ära. Also das heißt, das ist damals ja üblich gewesen, dass man unbedingt nach Indien musste und auch viele Monate da verbracht hat. Aber jetzt in der heutigen Zeit eigentlich, oder sagen wir mal auch eben da nach dem Abitur, ist ja noch nicht so lange her, war das ja nicht mehr so üblich. Was war der Auslöser, dahin zu reisen? Es war für mich ursprünglich so ein Gedanke, dass ich gerne in die Entwicklungshilfe gehen wollte und dort in sozialen Projekten auch mitarbeiten wollte. Habe das auch für ein paar Wochen gemacht dort und bin dann aber so weitergereist und bin dann in den Yoga-Ashram gekommen und hat also meinen Weg so ein bisschen eine andere Richtung genommen. Und ich habe mich dann dort im Land auch entschieden, Psychologie zu studieren, was ich so eigentlich gar nicht vorhatte. War das Neugier, die Sie in dieses Zentrum, also in diese Meditations- und Yoga-Zentren, in diese Ashrams da geführt hat? Ja, ich hatte eine Neugierde dafür, was menschlicher Geist ist oder was menschliches Bewusstsein ist. Und das ist eben was man in Indien, also das wird ja viel diskutiert dort in den verschiedenen Religionen, in den Ashrams und so. Und das hat mich fasziniert dort, also so einfach, dass dort Fragen aufgekommen sind, die ich unheimlich spannend fand. Und wie hat das, was Sie da in diesen Zentren vorgefunden hat, oder wie hat dann Ihre aufkeimende Spiritualität Ihr Leben verändert?
Ich habe dann dort richtig gemerkt, wie spannend ich das finde, mich mit Bewusstsein zu beschäftigen und auch so mit so einer Praxis mich zu beschäftigen. Habe dort entschieden, in Deutschland dann Psychologie zu studieren und habe aber auch so die Praxis seitdem immer wieder, also die Yoga- und Meditationspraxis immer wieder mit ins Leben reingenommen. Das hat schon mich sehr auf meinem Weg auch so geprägt. Die Meditation hat ja ihre Heimat im Buddhismus und wir gucken uns mal kurz an, was überhaupt Buddhismus bedeutet. Was muss man sich darunter vorstellen? Buddha, das heißt wörtlich übersetzt Erwachter. Einer, der es geschafft hat, das leidvolle Dasein zu überwinden. Ein Buddhist, das ist einer, der diesen Zustand anstrebt, das Glück in sich selbst sucht. Er hat erkannt, dass die eigenen Wünsche und Begierden Leid hervorrufen. Deshalb will er sein eigenes Ego überwinden und auflösen. Durch innere Einkehr, Meditation, Mitleid, Weisheit und ein tugendhaftes Leben. Ziel ist es, dem Kreislauf von Tod, Leben und Wiedergeburt zu entkommen, das Nirvana zu erlangen. Buddhisten glauben nicht an einen allmächtigen Gott. Der Mensch hat sein Schicksal selbst in der Hand. Die Buddhisten berufen sich auf die Lehren des Siddhartha Gautama, der vor etwa 2500 Jahren in Nordindien lebte. Im Westen hat ihn Hermann Hesse mit seinem Roman Siddhartha bekannt gemacht. Der Buddhismus ist die viertgrößte Religion der Erde. Von Indien hat er sich über Süd-, Südost- und Ostasien verbreitet. Aber auch in Europa findet er immer mehr Anhänger. In Deutschland leben etwa 250.000 aktive Buddhisten. Und es werden immer mehr. Der Buddhismus bietet ein Kontrastprogramm zum westlichen Konsumdenken. Viele fasziniert, dass er auf Dogmen verzichtet, mit den modernen Wissenschaften vereinbar ist und dass sich jeder Mensch durch selbstständiges Bewusstseinstraining verändern kann. So, jetzt müssen Sie uns erklären, was Sie an Buddhismus fasziniert. Ich finde es faszinierend, dass der Buddhismus ist ja eigentlich nicht ursprünglich als Religion gedacht gewesen, sondern es ist eigentlich eine Psychologie. Der Buddhismus beschreibt sehr schön in den alten Schriften, beschreibt eine Theorie des menschlichen Geistes. Also wie funktioniert der Mensch und wie haben wir es auch selbst in der Hand, glücklich zu sein. Und das ist da sehr schön und sehr systematisch niedergelegt, wie wir uns das Leben schwer machen können, indem wir an bestimmten Dingen anhaften oder andere Dinge vermeiden. Und der Buddhismus beschreibt dann auch eben einen Weg, wie man aus diesem Leiden oder aus diesem es sich selber schwer machen rauskommen kann. Das finde ich faszinierend daran. Nun sind Sie aber selber keine Buddhistin, obwohl Sie das so faszinierend finden, obwohl Sie so häufig in Indien waren. Warum nicht? Es ist für mich kein Glaubenssystem in dem Sinne, sondern es ist, es gibt Ideen dafür, was man selber mal im eigenen Geist erkunden kann. Also das, was da aufgeschrieben ist, das sollte ja nicht geglaubt und übernommen werden, sondern das sind einfach Vorschläge dafür, was man mal an sich beobachten kann. Und so verstehe ich das auch. Und so finde ich es schön, das umzusetzen. Also mal zu gucken, wo hafte ich vielleicht selber an Dingen an oder wo sträube ich mich gegen Sachen, die vielleicht gar nicht zu ändern sind und macht damit Dinge für mich schwerer, als sie sein müssten. Wer da sehr gut mitreden kann, ist ja mein lieber Kollege Dennis. Ja. Mehr als ich. Ja, ich finde halt den Buddhismus auch sehr attraktiv und bin da auch aktiv. Also ich meditiere regelmäßig. Ich bin über die Meditation auch zum Buddhismus gekommen und finde halt auch gut. Es wird ja immer gesagt, es ist eine Religion, aber eigentlich, wie Sie schon gesagt haben, es ist keine, denn es, man wird ja als Buddhist wird man ja quasi nicht gezwungen, an irgendwas zu glauben, an irgendwelche Dogmen, sondern Buddha hat ja selbst gesagt, glaubt mir kein Wort, sondern überprüft jede einzelne meiner Belehrungen. Er hat sehr viele Belehrungen gegeben, Tausende. Und ich finde, dass da sehr viel schlaue Dinge mit dabei sind. Und ich finde auch die Faszination, sich mit seinem eigenen Geist zu beschäftigen, finde ich ganz, ganz großartig. Mhm. Es gibt aber auch einige Dinge, die ich nicht so gut finde. Also einige Strömungen im Westen, im Buddhismus, da wird ein Personenkult um bestimmte Personen aufgebaut, also um Lehrer. Da bin ich nicht so dabei. Mhm. Im Film gerade eben hieß es, Buddhismus ist mit den modernen Wissenschaften gut vereinbar. Das finde ich wiederum sehr interessant. Wie kann man sich das vorstellen? Inwiefern vereinbar?
Also es wird ja jetzt viel Wissenschaft gemacht in die Richtung auch und es ist einfach sehr schön überprüfbar, ob das, was da vorgeschlagen ist an Funktionsweisen des Geistes kann in der Psychologie, und wir machen das jetzt auch in den Neurowissenschaften, eben schön untersucht werden. Mhm. Kann man denn da eigentlich auch Schlüsse draus ziehen, die, sagen wir mal, die Kritiker so ein bisschen in Schach halten, die sagen, dass jetzt hier im Westen so viele Buddhisten plötzlich entstehen oder Menschen sich quasi dem Buddhismus zuwenden, sei eben ein Trend und eigentlich nur eine Modeerscheinung. Kann man diesen Kritikern was entgegenhalten? Also ich glaube, schon offensichtlich zieht das viele Menschen an und der Buddhismus gibt da was oder stellt da eine Möglichkeit bereit für das, was viele Menschen im Moment suchen. Aber das ist ja auch... warum nicht? Ja. Das ist eine schöne Sache. Also das ist einfach der Bedarf da, dass wir Wege finden, aus dem Stress rauszukommen zum Beispiel. Und wir wissen es mehr und mehr zu wertschätzen, auch selber Mittel an der Hand zu haben, wie wir einfach mit unserem eigenen Geist so umgehen können, dass wir glücklicher werden. Und das ist was Leute anzieht. Also völlig egal, ob es eine Modeerscheinung ist oder nicht, ne? die positiven Effekte scheinen zu dominieren. Also das heißt, ein paar Erkenntnisse des Buddhismus oder ja auch Belehrungen waren dann auch direkt für Sie anwendbar in Ihrem Psychologiestudium oder haben Sie befruchtet oder kann man das so sagen? Ich bin eigentlich im Psychologiestudium damals gar nicht so auf diese Lehren gestoßen. Und ich möchte auch nicht, also es ist jetzt für mich auch nicht der einzige Weg. Ich bin jetzt nicht so da streng mit drin, sondern ich denke, es ist immer wichtig, in alle möglichen Richtungen zu schauen. Im Psychologiestudium ist das nicht viel angesprochen worden. Mich hat das damals verwundert, weil ich dachte, wir wollen in der Psychologie Wege finden, wie man gesünder und glücklicher werden kann. Und warum greift man nicht auch mal auf diese alten Techniken zurück? Da haben vor 2500 Jahren ja Menschen an sich selber ausprobiert, wie wir mit unserem Geist umgehen können und was wir praktizieren können, um glücklich und zufrieden und entspannter zu werden. Warum nicht auch mal da schauen und darauf zurückgreifen? Aber es wird mehr und mehr ja auch gemacht jetzt. Das war so ein kurzer Ausflug in die Richtung Buddhismus. Es geht bei uns um Meditation und dass das, die Meditation, keine neue Modeerscheinung hier im Westen ist, das können wir Ihnen beweisen und zwar haben wir diesen Film im Archiv gefunden. Sechs Nummern wählen. Schon hat sie ihr Rezept für das neue Leben. Grüß Gott, hier ist das Weltplancenter München mit einer automatischen Kursinformation über das Programm der transzendentalen Meditation, des praktischen Aspekts der Wissenschaft der kreativen Intelligenz, nach Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi, Maharishi, Maharishi Mahesh Yogi. Einer der neun Götter. Geleitet von einem cleveren amerikanischen Management macht sich der Hindu Maharishi Mahesh Yogi nach Europa auf, die Morgendämmerung des Zeitalters der Erleuchtung zu verkünden. Sie kommt durch Versenkung, Verzicht, Verinnerlichung. Die populärsten Anhänger des Gurus, die Beatles. Durch sie wird der Maharishi zu einer Ikone der Hippie-Ära. 1968 reisen die Beatles nach Indien. Im Ashram des Maharishi meditieren sie mehrere Stunden täglich, schreiben neue Songs. Als sie entdecken, dass ihr Guru das Gegenteil von dem lebt, was er predigt, sind sie enttäuscht und rechnen in Sexy Sadie mit ihm ab. Einem Guru nachzulaufen, macht wenig Sinn, oder? Das denke ich auch, ja. Ja. Was halten Sie von dieser transzendentalen Meditation? Also ich denke, man muss auf der einen Seite die Technik sehen. Die transzendentale Meditation ist ja eine fokussierte Aufmerksamkeitsmeditation. Und da ist bestimmt viel Wertvolles dran. Also es geht da auch um eine Geistesschulung, es geht darum, die Konzentration zu stärken, auf einen Gegenstand ein Mantra zu fokussieren. Und das ist schon ein Geistestraining. Und dann gibt es diese ganzen Dinge, dieses Guru-Tum darum herum. Oder es ist auch viel davon gesprochen worden, dass es sehr teuer ist, zum Beispiel diese
diese Mantren zu kaufen oder so, das ist natürlich schwierig zu sehen. Also ich denke, das sind zwei Aspekte davon. Spielt das heute in unserer Gesellschaft noch eine Rolle, diese Art der Meditation? Die transzendentale Meditation, also die ist in den 70ern sehr viel erforscht worden und heute hört man weniger davon. Man trifft immer wieder auch Leute, die das praktizieren, so, aber ich kenne mich auch gar nicht besonders gut damit aus, muss ich sagen. Woran kann man denn überhaupt erkennen, ob ein Meditationsangebot oder eine Richtung wirklich was bringt oder ob man möglicherweise einfach einem Guru da aufsitzt? Weil ich stelle mir das schwer vor, zu merken, ob ich jetzt in der richtigen Meditationsphase bin oder nicht. Ich weiß, ja, ich werde das oft gefragt und ich weiß gar nicht, ob das schwer ist. Eigentlich geht es darum, dem gesunden Menschenverstand zu folgen und zu schauen, tut mir das gut? Macht das Sinn für mich, was ich da beigebracht bekomme? Ich finde, ganz wichtig ist immer die Frage, auch führt mich das in die Selbstverantwortung? Also es ist wichtig, dass ich in die Verantwortung komme, Verantwortung über mein eigenes Leben zu übernehmen und nicht die Verantwortung abzugeben. Ich denke, daran kann man sich immer ganz gut orientieren. Und ein guter Lehrer hilft einem dabei, Stärke in sich selbst zu finden und die nicht abzugeben. Mhm. Nun gab es damals eben diesen Meditationsboom, den wir gerade im Film auch schon gesehen haben. Der Film war aus dieser Zeit, dann hat das aufgehört oder nachgelassen und jetzt ist er wieder da, scheint es. Was würden Sie sagen, könnten die Gründe sein? Haben Sie eine Erklärung dafür? Also ich glaube, der Boom sieht ja im Moment anders aus als früher. Im Moment ist es eher so, dass die Leute Stressreduktion suchen. Und ich glaube, das ist einfach eine Folge unseres wirklich hektischen und immer schneller werdenden Lebens, dass die Leute merken, sie wollen was finden, was sie für sich praktizieren können, was zur Ruhe zurückführt in die Stille und wo man so die eigenen Ressourcen stärken kann und auch wieder mehr bei sich ankommen kann und im gegenwärtigen Moment. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein anderer Boom im Moment. Also Meditation kann auf jeden Fall helfen, Stress zu bewältigen. Wir wollen aber mal schauen, was im Körper passiert, wenn wir Stress empfinden. Ich fange an zu schwitzen, wenn ich Stress habe. Ja. Aber warum, weiß ich auch nicht. Ich denke, mein ganzer Körper steht vielleicht unter Spannung. Stress ist eine Reaktion auf unsere Umwelt, die wir von unseren oft leidgeprüften Vorfahren geerbt haben. Das Stressprogramm ist unser Flucht- oder Kampfmodus. Ausgelöst wird es durch Hormone, vor allem Cortisol, die in die Blutbahn ausgeschüttet werden. Der Blutdruck steigt, in den Muskeln werden ungeahnte Kräfte mobilisiert. Sportler profitieren heute noch davon. Und nicht nur die. Bei mir ist es toll, das bringt ganz viel Spaß und Herausforderung und ich kann noch mehr leisten. Nicht die einzige Reaktion. Die Reizschwelle des Nervensystems wird herabgesetzt. Die Wahrnehmung fokussiert sich. Wie bei einem Suchscheinwerfer wird die Aufmerksamkeit für das Wichtige geschärft. Doch auch bei den Hormonen droht die Überdosis. Wenn sich der Stress verdoppelt oder gar verdreifacht, werden die Blutbahnen mit zu viel Cortisol geflutet. Das wird bei jedem anders. Hauptsächlich Rücken und gerne auch im Nacken. Ich arbeite aber auch im Büro, also das ist ja auch dann über dem Computer hängt auch schnell mal diese Haltung. Jeder Mensch hat eine typische Schwachstelle im Körper, wo sich der Stress am deutlichsten zeigt. Dazu kommt der Lerneffekt, Beispiel Tinnitus. Bei Dauerstress lernt unser Gehirn, den Pfeifton gemeinsam mit dem hohen Cortisolspiegel zu verknüpfen. Wenn das Cortisol beim nächsten Mal steigt, reagiert der Körper dann entsprechend mit Schmerz oder Ohrpfeifen, auch wenn es keinen ursächlichen Zusammenhang gibt. Eben mit unserer bekannten Schwachstelle. Richtig gefährlich ist Dauerstress. Der Körper gewöhnt sich an einen hohen Cortisolspiegel. Wer aber am Limit ist, hat keine Reserven mehr, wenn es drauf ankommt. Ja, die Schwachstelle. Also in meinem Körper ist es eindeutig die Halswirbelsäule. Da geht dann nichts mehr bei viel Stress. Das ist wie, als wenn halt ganz viel Gewicht auf meinen Schultern lastet. Haben Sie auch so eine Schwachstelle? Ich würde sagen, der Magen ist es bei mir am ehesten, dass ich Magenschmerzen bekomme. Sie sind ja frisch Mutter geworden. Kommen Sie überhaupt jetzt noch regelmäßig zum Meditieren? Und wenn nein,
Was macht das dann mit Ihnen? Im Moment ist es so, dass ich so zum Formalen, also zur Sitzmeditation komme ich praktisch nicht. Ab und zu eine Yogastunde ist mal drin, so. Aber was ich jetzt versuche mehr zu machen ist, oder was ich auch immer versucht habe zu machen, aber wo es jetzt viele Möglichkeiten zu gibt, sind so die informellen Praktiken am Tag. Also wenn ich das Baby durch die Wohnung trage, dann achte ich auf die Empfindungen im Körper oder komme bewusst mal in die Empfindungen in den Fußsohlen. Oder beim Stillen mache ich so eine Mitgefühls- oder liebende Güte-Meditation oder sowas. Also ich versuche so diese Achtsamkeitsmomente einzubauen in das Sein mit dem Baby. Diesen Begriff Achtsamkeit und auch verschiedene Meditationen werden wir später in der Sendung noch erklären. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Wie funktioniert denn Meditation bei Stress? Also wie kann Stress abgebaut werden durch Meditation? Also es ist so, dass man ja in der Meditation in einen Entspannungszustand kommen kann. Das muss auch nicht immer der Fall sein, je nachdem, was sonst noch so abläuft im Kopf oder so. Aber diese ganzen Systeme, also das Sympathische, der Sympathikus, der sonst bei Stress hochgefahren wird, kann dann runtergefahren werden. Der Parasympathikus-Aktivität kann hochgefahren werden. Also so diese regenerativen Prozesse im Körper können angeregt werden in so einer Entspannungsphase. Und das Entscheidende an der Meditation ist eben auch, dass man lernt, diese Geisteshaltung mit in den Alltag zu bringen. Also wenn ich dann eine stressige Situation habe im Alltag, habe ich Mittel an der Hand, anders damit umzugehen. Also nicht gleich in den Stress zu geraten, sondern das Ganze mit vielleicht ein bisschen einer anderen inneren Haltung zu betrachten. Deswegen sollte man es, wenn es einen Effekt haben soll, auch versuchen, zumindest regelmäßig zu machen, damit es irgendwie vom Kopf runter ins Herz rutscht, weil sonst kann man im Alltag, man muss praktisch automatisch auf diesen Mode umschalten. Ja. Mhm. Genau. Es gibt aber jetzt noch diesen Begriff des autogenen Trainings. Können Sie uns erklären, was da der Unterschied überhaupt ist? Also autogenes Training ist so eine Technik, die wirklich darauf abzielt, zu entspannen, also wirklich runterzukommen. Bei der Achtsamkeitsmeditation, so wie wir sie erforschen, ist das nicht das primäre Ziel, sondern bei der Achtsamkeit, wir sprechen gleich noch drüber, geht es darum, mit den Dingen so in Kontakt zu kommen, wie sie sind. Also wirklich das so zu erleben, was gerade da ist. Auch wenn es stressig sein mag, das zu sehen, aber eben nicht in diese katastrophierenden Schleifen zu kommen. Mhm. Nun hieß es gerade, weil wir immer wieder über den Stress reden, dass Stress, also in dem Film hieß es, auch beflügeln kann. Das heißt, es kann auch eine Quelle der Kreativität sein. Wenn wir jetzt den Stress immer so negativ sehen, nehmen wir uns da nicht was weg? Also sollte man vielleicht manchmal gar nicht erst versuchen zu meditieren, sondern den Stress vielleicht im Gegenteil genießen? Ja, das wäre ja schon wieder auch die Haltung, die wir anzielen, also dem Stress anders zu begegnen. Es geht ja nicht darum, sich abzuschotten und keinen Stress mehr zu erleben, aber es geht darum, in diese katastrophierenden, überstressigen Schleifen reinzukommen. Und Stress ist auf jeden Fall wichtig und gut ja auch fürs Überleben. Das vergessen wir so schnell, das ist ja im Film auch schön angesprochen worden. Aber Kreativität ist eigentlich was, und das lässt sich auch neurophysiologisch ganz gut zeigen, was besser funktioniert, wenn wir nicht sehr gestresst sind, denn sonst funktionieren Hirnareale übermäßig, die das kreative Denken nicht erleichtern, sondern im Gegenteil uns dazu bringen, dass wir so auf so alte Bahnen zurückfallen. Unter Stress leiden ja heutzutage sogar schon Schulkinder. Und was man dagegen machen kann, das fragen wir jetzt einen Gast, der uns zugeschaltet ist aus dem HR-Studio, also dem Studio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Und zwar ist das Vera Kaltwasser. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Welches Mittel haben Sie gegen Stress bei Schülern entwickelt? Oh, kein Mittel. Kein Mittel und keine Allheilmethode, sondern es geht eigentlich darum, eine Haltung zu entwickeln. Und die ist etwas breiter angelegt, als dass man einfach nur von einem Mittel spricht. Was genau machen Sie denn mit den Kindern, um Stress abzubauen? Das Allerwichtigste ist, wenn man Kinder und Jugendliche heutzutage beobachtet, dann sieht man, dass sie ständig nach außen orientiert sind. Das Smartphone blinkt, sie müssen sofort hingehen. Netzwerke, da muss man unbedingt dabei sein, sonst verpasst man etwas. Das heißt, die Reaktivität ist unglaublich hoch. Und die Frage ist ja, in der Schule soll nicht nur Wissen vermittelt werden, sondern das Größte ist eigentlich das Bildungsziel der Selbstbestimmung. Aber um sich selbst bestimmen zu können, muss man sich erstmal selbst wahrnehmen. Und da hat die Achtsamkeitsforschung uns ganz wichtige Hinweise gegeben, wie wir das im Unterricht umsetzen können. Mhm. Und ich habe seit Jahren ein Konzept entwickelt, was jetzt auch schon mehrfach erprobt wurde in Studien. Das heißt AISCHU, Achtsamkeit in der Schule.
Und ja, das wird direkt in den Unterricht eingesetzt. Das heißt, es ist keine Zeitverschwendung, denn die kurzen Phasen der Stille, die richtig angeleitet dann im Unterricht stattfinden, die fokussieren die Schüler und lassen sie einfach die eigene Aufmerksamkeit als Potenzial sehen, über das sie selbst verfügen können. Welche Bereitschaft gab es denn sowohl bei Lehrern als auch bei den Schülern, sich auf sowas einzulassen? Denn wer sich mal vorstellt, was für ein Lärmpegel manchmal herrscht, wenn ein Lehrer in eine Klasse frisch kommt, wie kriegen Sie die denn zur Ruhe? Es geht nicht darum, dass ich die zur Ruhe kriege. Und es geht auch nicht darum, dass Lehrer die zur Ruhe kriegen. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn sie den Appell starten, passt endlich auf oder seid ruhig, dann kann das nur kurzfristig wirken. Aber wenn die Schüler selbst es für sich als eigenes Ziel sehen, dann geht das. Und dazu, das ist das Geschäft der Pädagogen, müssen sie motiviert werden, damit die Schüler merken, dass sie sich selbst steuern können. Dass sie also merken, dass sie das Steuer ihrer Persönlichkeit selbst in die Hand nehmen können. Und dazu müssen sie aber angeleitet werden. Das heißt erstmal motiviert im Sinne von Forschungsreise in eigener Sache. Sie bekommen zum Beispiel die Möglichkeit zu sehen, wie eng Körper, Gedanken, Gefühl zusammenarbeiten. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt vorstellen oder die Zuschauer, so eine richtig dicke, fette Zitrone liegt vor Ihnen und Sie schneiden sie auf und Sie stellen sich das sehr ausführlich vor, wie da der Saft ein bisschen rauströpfelt. Was merken Sie in Ihrem Mund? Es hat sich Speichel gebildet. Ja. Das heißt, stimmt's? Mhm. Das heißt, Sie haben schon das erste Forschungsexperiment absolviert und dann merken Sie, eine Vorstellung kann etwas in Ihrem Körper anrichten. Dann ist es schon sehr viel einfacher zu vermitteln, dass auch ein Gedanke, zum Beispiel, wenn ich mir immer wieder sage, ich kann kein Mathe und mit diesen Gedanken vor der Mathearbeit sitze, dass auch das im Körper Stress auslöst. Und das ist eben sozusagen der Anschluss an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Gedanken schon im Körper ganz viel anrichten können. Und wir können auch selbst ganz viel Gutes anrichten, indem wir uns selbst entspannen lernen. Und das kann man aber nicht einfach so. Und die Schüler sind bereit, das zu üben, wenn man sie entsprechend mit bestimmten solchen Forschungsaufgaben dahin führt. Und dann erst sage ich, meint ihr, ihr könnt mal so 30 Sekunden die Augen zumachen? Dann schreien natürlich alle, ja. Und dann merken sie, oh, in diesen 30 Sekunden, da läuft so allerhand ab in meinem Kopf. Und dann kriegen sie noch gesagt, vielleicht auf den Atem zu achten, aber ohne ihn zu verändern, sondern einfach nur gucken, was bewegt sich da in meinem Körper. Und immer wenn die Gedanken abschweifen, und das tun sie bestimmt, das liebevoll oder freundlich zur Kenntnis nehmen und zurück zum Atem. Und das ist sozusagen der Königsweg. Das heißt, immer wenn Sie das tun, zurück zum Atem, machen Sie einen sogenannten Moduswechsel und ermöglichen dem Körper Entspannung. Das können wir auch, wir Erwachsene, ständig ausprobieren. Auf jeden Fall können wir das. Das werden wir in der Sendung auch noch sehen. Die Frage ist nur, das eignet sich doch bestimmt auch erst ab einem bestimmten Alter für Kinder, oder? Machen alle Altersklassen gleich so mit? Also das ist eine sehr gute Frage. Man muss natürlich, ich bilde ja auch Lehrer aus, man muss auf die jeweilige Altersstufe eingehen. Ich war ja länger auch in den USA und habe Schulen besucht und da war ich auch schon in einer Grundschule und im Kindergarten, wo die mit sehr viel bildhafter Sprache das versuchen. Mein Konzept geht ab Klasse 5. Und da ist auch entwicklungspsychologisch die Fähigkeit vom präfrontalen Kortex her langsam gegeben, diese ganz etwas abstrakten oder einfachen Übungen ohne große Bildmaterialien sich vorzustellen, einfach zurück zum Atem zu gehen. Außerdem die Möglichkeit der Selbstreflexion und wirklich auch zu schauen, womit setze ich mich unter Druck oder womit kann ich mich freundlich behandeln. Diese Möglichkeiten entstehen auch erst so langsam ab dem 10., 11. Lebensjahr. Deshalb ist es hervorragend, damit in der 5. Klasse anzufangen. Die meisten Schüler kommen ja dann von der Grundschule in eine weiterführende Schule und sind auch ganz gespannt. Und ich liebe diese Arbeit, wenn dann einfach so die Bereitschaft da ist, etwas Neues zu lernen. Und diese Motivation können wir dann nutzen, diese wichtige Arbeit auch anzuleiten. Sie haben ein Buch geschrieben, auch über Ihre Erfahrung. Achtsamkeit in der Schule heißt das, das wir an dieser Stelle natürlich empfehlen wollen. Im Internet unter planetwissen.de können Sie auch noch einiges darüber lesen. Und Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte und schönen Gruß ins HR-Studio. Ja, alles klar. Dankeschön. Achtsamkeit klingt ja so ein kleines bisschen wie Aufmerksamkeit. Ist das beides eigentlich das Gleiche?
Achtsamkeit ist nicht das gleiche wie Aufmerksamkeit. Gemeint ist die Konzentration auf den Moment, die bewusste Wahrnehmung des Augenblicks, ohne diesen zu bewerten. Die Achtsamkeit folgt keinem konkreten Ziel. Es geht nur um das Hier und Jetzt. Das wird mit verschiedenen Übungen trainiert. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen belegen inzwischen, dass regelmäßiges Achtsamkeitstraining die Lebensqualität und psychische Gesundheit verbessern kann. Ursprünglich kommt Achtsamkeit aus dem Buddhismus. Im Buddhismus soll sie zu Weisheit und ethischem Verhalten führen. In den 70er Jahren entwickelte der Molekularbiologe John Kabat-Zinn daraus die achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Eine Mischung aus Körperwahrnehmung, Yoga-Übungen und Meditation. Religion spielt darin keine Rolle mehr. Heute wird diese Methode unter anderem zur Behandlung chronischer Schmerzen oder psychischer Krankheiten angewendet. Die Besinnung auf das Hier und Jetzt soll den Patienten ermöglichen, aus eingefahrenen Verhaltensweisen und Denkmustern auszubrechen und in stressigen Situationen bedacht zu reagieren. So sollen depressive Menschen zum Beispiel den Teufelskreis negativer Gedankenspiralen überwinden. Aber auch Gesunden soll die Methode zu einem glücklichen und erfüllten Leben verhelfen. Inzwischen gibt es deutschlandweit zahlreiche Achtsamkeitszentren und Schulen. Fürs Handy gibt es sogar schon eine Achtsamkeits-App. Tja, eine Achtsamkeits-App, das klingt ein bisschen nach einem Widerspruch, finde ich. Also irgendwie merkwürdig. Kann das funktionieren? Was sagen Sie? Ich denke, warum nicht? Wenn das hilft, dabei zu erinnern, wieder zurückzukommen in den Moment, ins Hier und Jetzt, wenn mich vielleicht mein Telefon daran erinnert, dass ich gerade in Gedanken wieder ganz woanders war und mir hilft, zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, warum nicht? Mhm. Ich persönlich nutze es nicht, aber ich habe es mir mal angeschaut und ich denke, da sind halt so kleine angeleitete Meditationen mit dabei und eben so Erinnerungen, mhm, wieder bei sich anzukommen. Müsste man also ausprobieren. Genau. Ich will nochmal auf dieses Hier und Jetzt zurückkommen. Also, mhm, heißt denn diese Aufforderung, immer im Hier und Jetzt zu sein, wenn man achtsam leben möchte, dass man sich jetzt zum Beispiel keine Fotoalben angucken kann mit alten Bildern oder nicht von der Zukunft träumen kann, vom nächsten Urlaub? Nein, das heißt natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass man solche Aktivitäten oder Erinnerungen nicht mehr hat. Es geht darum, mit einer anderen Haltung bei sich anzukommen und zumindest zwischendurch immer wieder auch anzukommen im eigenen Körper, zu spüren, wo man ist und sich darüber bewusst zu werden. Und man kann ja auch sehr bewusst Erinnerungen von früher anschauen und das aber mit einer Haltung der Präsenz machen. Also es geht einfach darum, wirklich bei dem zu sein, was man tut. Denn wie häufig passiert es, dass wir in so einem, wir nennen das Autopilotenmodus, durch die Welt rennen und uns gar nicht richtig bewusst dessen sind, dass wir leben, dass wir atmen, auch gar nicht mehr richtig bewusst genießen können dadurch, wie schön es auch sein kann. Mhm. Zu leben. All dieses versuchen Sie Menschen beizubringen. Sie sind Lehrerin für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Was ist das Besondere an dem, was Sie den Leuten beibringen? Also was ich auch unterrichte, sind diese Programme, die eben in dem kurzen Film vorgestellt wurden von John Kabat-Zinn. Das sind so 8-wöchige Programme, in denen eben über verschiedene Methoden, wie wir es gehört haben, gelernt wird, ins Hier und Jetzt anzukommen und den eigenen Erlebnissen mit einer Haltung der Offenheit und Neugierde zu begegnen, sich selbst auch mit einer liebevollen, freundlichen Haltung zu begegnen. Und das wird eben immer wieder eingeübt, mhm, und ist gar nicht so selbstverständlich, denn oft sind wir sehr kritisch mit uns und bemerken das vielleicht auch erst, wenn wir mal ganz bewusst darauf schauen. Wenn Leute jetzt sagen, das will ich auch lernen, wo können die denn solche Kurse machen? Also das nennt sich MBSR-Kurse von dem englischen Titel her, Mindfulness-Based Stress Reduction. Die gibt es eigentlich deutschlandweit. Von vielen Lehrern werden die angeboten. Es gibt so eine Webseite vom MBSR-MBCT-Verband, wo man dann Lehrer in der Region finden kann. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Findet man bestimmt auf unserer Webseite, oder? So. So. Ganz genau. Man kann sich zum Beispiel aber auch so eine DVD hier und CD besorgen von Ihnen. Das ist diese Achtsamkeitsbox, die wir noch ganz kurz vorstellen wollen. Meditation und Achtsamkeitsübungen helfen bei Stress, Schmerzen und Depressionen. Stress haben wir behandelt, Schmerzen und Depressionen müssen wir vielleicht nochmal erklären. Mhm.
Es geht darum, also vielleicht kann ich was zu Schmerz sagen. Es geht darum, mit dem Schmerz in eine andere Beziehung zu treten. Also gerade wenn man vielleicht chronische Schmerzen hat, die dauerhaft da sind, gegen die man auch gar nicht so direkt was unternehmen kann, arbeitet die Achtsamkeit daran, eine andere Beziehung zu dem Schmerz zu bekommen. Also oft gehen wir in so einen inneren Widerstand und wollen unsere Erlebnisse nicht haben. Das fühlt sich nicht gut an und ich wehre mich dagegen innerlich und gehe in so einen Widerstand. Dieser innere Widerstand macht die Sache aber nur noch schwieriger. Der führt dazu, dass wir wirklich so in das Leiden mit dem Schmerz gehen. Wenn wir dem Schmerz mit einer anderen inneren Haltung, nämlich einer Haltung von vielleicht Neugierde und Offenheit begegnen, dann können wir vielleicht Aspekte an diesem Schmerz entdecken, die wir so gar nicht wahrgenommen haben. Es kann sich was in uns entspannen und wir gehen eben nicht so in dieses Leiden rein, sondern können einfach offener schauen. Jetzt haben wir schon so viel. Ja. Ja. Ich wollte sagen, bei Angststörungen ist inzwischen auch ganz gut belegt, dass es eben bei Ängsten hilft. Und die Mechanismen sind ganz ähnliche wie beim Schmerz, also dass man nicht so in diesen Widerstand kommt. Jetzt haben wir schon so viel drüber gesprochen, über zur Ruhe kommen, meditieren. Lassen Sie uns doch mal eine ganz kurze Grundübung vielleicht mit Ihnen zusammen machen. Das dauert nicht lange, ein paar Minütchen. Wenn Sie Lust haben zu Hause, dürfen Sie gerne mitmachen. Setzen Sie sich bequem hin. Wir sitzen schon bequem und Sie müssen uns anleiten und sagen, was wir tun sollen. Gut, dann können wir in einen, wirklich, wie Sie sagen, entspannten Sitz kommen. Vielleicht aufgerichtet sitzen, damit wir noch besser uns auch konzentrieren können. Wenn Sie möchten, können Sie die Augen schließen oder den Blick einfach so sanft zu Boden gerichtet sein lassen. Und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, mal im eigenen Körper anzukommen und beim eigenen Atem. Und mal für einen Moment nur zu spüren, wie der Atem jetzt hier gerade in den Körper hineinströmt und aus dem Körper wieder herausfließt. Ohne dass daran irgendetwas verändert werden müsste. Es geht nur darum, das zu spüren, was jetzt gerade hier in diesem Moment gegenwärtig ist. Für die nächsten Momente der Meditation, wenn Sie möchten, können Sie sich jetzt den Gefühlen zuwenden, die Sie in diesem Moment bemerken in sich. Vielleicht möchten Sie sich mal die Frage stellen innerlich, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und mal ganz offen und neugierig hinschauen. Und da könnte jetzt jede Form, jedes Gefühl gegenwärtig sein. Vielleicht Traurigkeit oder Freude, Ängstlichkeit oder Neugierde, Langeweile, was immer es sein mag. Einfach das mal so ganz offen und bewusst erleben, ohne es irgendwie zu verändern. Mal zu schauen, wo in meinem Körper kann ich dieses Gefühl jetzt gerade am deutlichsten spüren. Und wenn Sie so dahin spüren, vielleicht bemerken Sie, wie sich das Gefühl auch dauernd verändert. Vielleicht nimmt es in der Intensität ab oder zu mit der Zeit. Vielleicht ist auch von einem zum nächsten Moment ein ganz anderes Gefühl gegenwärtig. Und vielleicht können Sie so bemerken, wie die Empfindungen eigentlich dauernd in Veränderung sind, kommen und gehen. Wir können das einfach so beobachten, spüren, uns dessen gewahr werden und können vielleicht auch bemerken, dass wir nicht identisch sind mit diesen Gefühlen. Gefühle kommen und gehen, während wir uns dessen gewahr werden können. Und so kann man einfach für einen Moment in diesem Gewahrsein verweilen. Wenn da nicht die Sendezeit ticken würde. Also wir haben so einen kleinen Geschmack. Das war ja sehr angenehm. Aber. Es tut uns leid für den Rest der Zeit. Gucken Sie uns einfach nur zu, wie wir in Ruhe meditieren. Nein, das ist natürlich jetzt eine für uns, also wir konnten schon so ein bisschen spüren, wohin die Reise geht, aber es ist für uns natürlich eine sehr künstliche Situation, für Sie natürlich auch, weil wir sind in einem Fernsehstudio, wir werden beobachtet von Kameras, wir haben ein bestimmtes Zeitgerüst, an das wir uns halten müssen, wir haben viel im Kopf, was kommt jetzt als nächstes, insofern so richtig frei machen. Oder war es möglicherweise viele Zuschauer, die inzwischen so entspannt sind, dass sie nicht mehr zugucken auf dem Sofa schlafen. Aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, es funktioniert schon, wenn man sich einen eigenen ruhigen Platz sucht und dann auch, es muss gar nicht lang sein, man muss ja nicht eine halbe Stunde in Meditation verfallen, sondern einfach nur mal eine kurze, weiß ich nicht, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Da muss man wirklich mal ausprobieren und muss man vor allem dann, glaube ich, auch ein bisschen regelmäßig machen, um mal so einen Effekt zu spüren.
herzlichen Dank erstmal dafür. Sie haben uns jetzt, wir wollen an der Stelle, jetzt bin ich schon so meditativ weggetreten, dass ich gar nicht mehr weiß, was als nächstes kommt. Ich wollte Sie nämlich auffordern, per Twitter oder per Facebook mal Ihre Erfahrungen zu schreiben. Entweder wenn Sie gerade mitgemacht haben oder wenn Sie vielleicht schon lange dabei sind und auch meditieren und Achtsamkeit-Seminare vielleicht schon besucht haben, dann schreiben Sie uns doch mal, wie so Ihre Erfahrungen sind. Also wie gesagt, auf Facebook und Twitter sind wir vertreten. Es war zum einen die Möglichkeit, gibt es zu meditieren, aber es gibt noch mehr. Dazu gehen wir mal schnell ins Internet, auf unsere Webseite www.planet-wissen.de. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch ein paar Beispielmeditationen. Also hier haben wir zum Beispiel eine zum achtsamen Essen. Da sollen Sie sich also einen Moment Zeit nehmen, um Ihre Nahrung zu schätzen. Also Sie sollen das genau angucken, was auf dem Teller liegt. Vielleicht auch ein bisschen dankbar sein, dass Sie das jetzt essen dürfen gleich. Sich auch ein bisschen vorstellen, wie viel Mühe und Arbeit dahinter steckt und Energie, dieses Essen zu erzeugen oder zu produzieren. Und dann wirklich ganz bewusst essen. Und solche Beispiele haben wir Ihnen mehrere auf die Webseite gestellt. Zum Beispiel beim Gehen kann man auch meditieren oder man kann sich eine bestimmte Blume angucken und meditieren. All sowas. Ganz viele Beispiele. Die kompletten Anleitungen finden Sie auf planet-wissen.de. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja, das ist doch sehr interessant und ich will mich damit mal beschäftigen, aber es ist zum Beispiel jemand, der mit Spiritualität oder mit Glauben, auch meinetwegen mit Esoterik, gar nichts zu tun hat. Ist das für den überhaupt machbar? Oder muss man irgendeinen Unterbau haben? Nein, wirklich überhaupt gar nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht überhaupt nicht um Esoterik, ganz im Gegenteil. Es geht darum, wirklich die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und das ist für jeden machbar. Wenn man jetzt so wirklich intensive Meditationspraxis da rein einsteigt, dann gibt es so ein paar Einschränkungen. Dann ist es vielleicht für Leute, die starke Traumata erlebt haben, nicht so geeignet. Oder bei wirklich Schizophrenie-Erkrankten zum Beispiel müsste man es unter therapeutischer Anleitung machen. Aber ansonsten ist es wirklich einfach für jeden gedacht und es geht wirklich, ich sag's nochmal, nicht um Esoterik oder so. Esoterik war jetzt nur so ein Extremfall, aber ich meine, so eine Spiritualität, dass man überhaupt eben einfach sich mit der Tatsache, dass wir einen Geist vielleicht haben, beschäftigt oder so, sowas muss auch nicht Voraussetzung sein. Nee, ich glaube, das Einzige, was man braucht, ist Neugierde, einfach Neugierde an sich selbst, am Leben und einfach hinschauen zu wollen, sich selbst erleben, sich selbst, sich freundlich zuzuwenden, darum geht's. Also Meditation wirkt, hat einen Effekt auf jemanden oder auf einen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Die Frage ist nur, warum? Das gucken wir uns mal zusammen an. Ein Garten der Stille. Nahe der japanischen Stadt Kyoto. Täglich mehrstündiges Meditieren gehört für buddhistische Mönche zu ihrem Leben. Kraft und Ruhe durch innere Versenkung. Das Gehirn ist dabei keineswegs abgeschaltet. Wie sich das Gehirn bei der Meditation verhält, untersuchen Forscher am Bender-Institut für Neuroimaging in Gießen. Mit dem Kernspintomographen schauen sie ihm quasi bei der Arbeit zu. Aktivere Nervenzellen brauchen mehr Sauerstoff und Energie, was sich in einer besseren Hirndurchblutung zeigt. Die Psychologin Britta Hölzel hat durch mehrjährige Studien, unter anderem in den USA, herausgefunden, Meditieren verändert nicht nur die Aktivität des Gehirns, sondern auch seine Struktur. Dazu messen die Hirnforscher die Dichte der grauen Substanz. In der grauen Substanz werden alle Signale verarbeitet. Wenn wir sehen, hören, schmecken, fühlen und auch denken. Mit einem quirligen Affen beschreiben manche Meditationsschulen unseren Geist. Wie der herumspringt von Ast zu Ast, so folgt unser Geist ständig äußeren und inneren Reizen. Selbst wenn wir scheinbar nichts tun, kreisen Gedanken durch den Kopf. Beim Meditieren aber folgen wir dem Affen, also unseren Gedanken, nicht, sondern schauen gleichmütig von außen zu. Das
Das Gehirn ist plastisch. Die Neurowissenschaftler haben entdeckt, dass Hirnstrukturen wachsen, wenn sie häufig aktiviert werden. So verändert Meditieren den Hippocampus, der fürs Lernen und die Verarbeitung von Gefühlen zuständig ist. Ja, das ging jetzt ganz schön schnell. Wir wollen uns das nochmal anschauen anhand eines Modells. Also der Hippocampus, vielleicht können Sie uns mal sagen, wo der ist und welche Rolle er spielt. Und was da passiert, wenn der sich nun verändert mit unseren Gefühlen? Ja, also den Hippocampus kann man jetzt hier in diesem Modell gar nicht so wirklich gut sehen, denn der liegt so ein bisschen hinter, also das ist, ja, danke schön, das ist der Temporallappen und der liegt eigentlich hier im Temporallappen, schlängelt sich hier so rum, also innerhalb von den, das ist jetzt hier nicht die richtige Schnittebene, um das zu entdecken. Und der Hippocampus ist, wie wir schon gehört haben, wichtig für so Lernprozesse, auch sehr wichtig fürs Gedächtnis. Eigentlich für Gedächtnis entsteht, wird mit Unterstützung des Hippocampus gebildet. Und was wir finden, ist eben, dass der sich strukturell verändert durch die Meditationspraxis. Nicht nur durch Meditation übrigens, sondern auch durch eine Reihe anderer Lernprozesse oder so findet man Veränderungen im Hippocampus. Und er hat auch viel mit Stress zu tun, mit Stressverarbeitung. Wenn wir viel Stress haben, stirbt dort Gewebe richtig ab. Wenn wir dann entstressen, weiß man, dass im Hippocampus können Nervenzellen wieder neu entstehen. Mhm. Und was bedeutet das jetzt, wenn dieser Hippocampus also quasi gestärkt wird? Können wir dann Gefühle intensiver spüren und können wir vielleicht ein besseres Gedächtnis haben? Also es ist zumindest so, dass der Hippocampus eine wichtige Rolle spielt, auch bei der Emotionsverarbeitung, bei der Regulation von Emotionen oder auch von Stress. Und man weiß, wenn das Gewebe geschädigt ist dort, dann funktioniert das unter Umständen nicht mehr gut. Mhm. Ja. Nun war auch von grauer und weißer Substanz die Rede. Was bewirkt das Meditieren auf diese Substanzen? Also da gibt es Untersuchungen sowohl zur grauen als auch zur weißen Substanz im Zusammenhang mit der Meditation. Die graue Substanz ist das, was wir hier so an der Oberfläche beider Hemisphären finden. Die weiße Substanz ist das, was dahinter liegt und was verschiedene Hirnregionen miteinander verbindet. Und da gibt es verschiedene Forschungsarbeiten, die zeigen, dass sowohl graue als auch weiße Substanz in bestimmten Arealen zunehmen und sich verändern kann mit der Meditationspraxis. Und was haben wir davon? Da stehen wir ja noch ganz am Anfang der Wissenschaft. Also es gibt so ein paar Studien, die zeigen Veränderungen. Was wir jetzt machen, auch mit den nachfolgenden Studien, die wir durchführen, ist, das noch mehr in Zusammenhang zu bringen mit den Veränderungen, die wir auch im Alltag erleben. Also da weiß man noch nicht wirklich viel. Man kann nur vermuten, dass dann zum Beispiel Aufmerksamkeitsprozesse oder es gibt Hinweise darauf, dass wir besser mit unseren Gefühlen umgehen können, dass die Emotionsregulation verbessert wird und so. Aber da sind wir noch wirklich, stehen wir ganz am Anfang. Mhm. Viel weiß man noch nicht. Mhm. Und in welcher Form untersuchen Sie das? Also schließen Sie die Menschen an Elektroden an und gucken ins Gehirn? Wir legen sie in den Kernspintomographen, also mit Magnetresonanztomographie arbeiten wir. Es gibt auch andere Studien mit EEG zum Beispiel, aber wir arbeiten mit dem Kernspintomographen und schauen uns da Veränderungen in der Struktur des Gehirns an, aber auch Veränderungen in der Funktionsfähigkeit, also Aktivierungen von Hirnregionen kann man damit abbilden. Mhm. Funktionsfähigkeit des Gehirns, ein sehr gutes Stichwort. Wir haben nämlich online ein kleines Gehirnquiz für Sie vorbereitet und da kann man mal gucken, ob denn unser Gehirn noch richtig funktioniert, ob wir auch richtig zugehört haben in den letzten 45 Minuten oder wie alt ist unsere Sendung jetzt schon. Also gehen Sie auf planetwissen.de, den Link finden Sie da. Wir gehen mal zu den Fragen. Es ist ein Fehler aufgetreten. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja, hier geht's. Also Frage 1 von 7. Neugelerntes und Erfahrungen verändern das Gehirn. Wie heißt denn dieses Phänomen? Neuroplastizität, Zellelastizität, Gehirnjogging, Hirnflexibilität. Wer weiß es? Ja, ich nehme mal an, dass Sie das wissen. Oder? Das ist seltsam, wenn Sie es nicht wissen. Also, ich tippe auf Neuroplastizität. Ja. Hirnflexibilität klingt auch gut, aber Neuroplastizität ist der Fachausdruck dafür, ne? Mhm. Ganz genau. Richtig. Gut. Sehr gut. Eine spielen wir noch ganz schnell. Wie heißt das Verfahren, das gestochen scharfe Bilder aus dem Körperinneren liefert? Sie haben es gerade eben erwähnt. Magnetresonanztomograph, also genau. MRT. Es gibt noch einige weitere Fragen. Spielen Sie das Ganze mal durch planet-wissen.de. Da können Sie Ihr Wissen übers Gehirn testen. Ja, eigentlich sind Sie ja Psychologin. Wie kamen Sie überhaupt zur Hirnforschung?
Das war eigentlich damals fast eine zufällige Begebenheit. Ich hatte mich in Gießen dafür interessiert, eine Doktorarbeit zu schreiben über Meditation und Yoga. Und mein Betreuer Ulrich Ott meinte damals, wir haben hier einen Kernspintomographen stehen und wäre das nicht spannend, den zu nutzen, um Meditation zu untersuchen. Und da habe ich gesagt, oh ja, das wäre super spannend. Und das war so der Anfang der Arbeit, die ich gemacht habe. Sie sind ja dann irgendwann im Wissenschaftsolymp gelandet in Harvard. Mhm. Wie sind Sie denn dahin gekommen? Das hat sich alles so fortgesetzt. Ich habe also in der Doktorarbeit Arbeiten über Meditation mit dem Kernspintomographen gemacht und habe dann eine Forscherin kennengelernt auf einer Konferenz in den USA, die ganz ähnliche Forschung gemacht hat und die eben in Harvard geforscht hat. Und die hat gesagt, hey, ich habe eine Stelle, magst du nicht mitkommen und bei mir arbeiten? Und das habe ich gerne gemacht. Wenn man vor 15 oder 20 Jahren gesagt hätte, ich erforsche, inwiefern sich Meditation auf unser Gehirn auswirkt, hätte man möglicherweise so ein bisschen skeptisch geguckt und sie für Spinnert abgetan? Ja, das haben damals auch viele gedacht, das ist aber eine seltsame Sache und mach doch was Richtiges mit deinem Beruf. So. Aber es ist mehr und mehr, in der Wissenschaft wird das mehr und mehr untersucht. Es gibt wirklich inzwischen eine ganze Menge Forscher, auch die in dem Bereich arbeiten. Und das ist, glaube ich, durch die Methoden, also Kernspintomographie oder bildgebende Verfahren, auch mehr ins wissenschaftliche Feld gerückt und wird da mehr wahrgenommen. Mhm. Gibt es auch immer mehr Forscher, die sich damit beschäftigen? Oder sind es im Grunde genommen die Alten, die sich von Anfang an schon damit beschäftigen? Nein, es gibt wirklich einen ganz starken Zuwachs auch an Arbeitsgruppen, die sich sonst vielleicht auch mit anderen Fragestellungen beschäftigen in der Psychologie und die jetzt die Achtsamkeit oder die Meditation mit reinnehmen und gucken, wie helfen die bei psychischen Erkrankungen und was passiert dann im Gehirn, wenn man sein Wohlbefinden verbessert, auch durch die Meditation. So viel jetzt mal zu Ihrem Beruf und Ihrem beruflichen Werdegang. Aber wir haben auch vorhin schon gehört, dass Sie Mutter geworden sind vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Ein ganz neuer Lebensabschnitt. Nun haben Sie sich also innerhalb Ihrer Schwangerschaft auch damit beschäftigt, wie man diese Erkenntnisse, die Sie beruflich gewonnen haben, auch in der Schwangerschaft nutzen kann, um auch da zu entspannen. Erzählen Sie mal, daraus ist auch etwas entstanden. Nicht nur ein Kind. Genau. Ja, ich war damals wirklich auch dankbar, dass ich die Achtsamkeitspraxis habe, weil mir das sehr viel Freude gemacht hat, bewusst zu spüren, auch wie dieses Baby in mir wächst und einfach da bewusst Freude mit zu erleben. Und es hat, glaube ich, auch bei der Geburt geholfen, durch diesen Schmerz anders durchzugehen und durch diesen Stress, der damit verbunden war. Mhm. Aber vor allem hat es mir Spaß gemacht, einfach die Freude daran so richtig bewusst zu spüren. Sie haben aber daraus dann auch eine DVD gemacht, also nicht nur aus der Freude, sondern eben aus, wie sagt man das? Also Sie haben quasi die Achtsamkeit in der Schwangerschaft zum Thema gemacht und spezielle Übungen entwickelt, wie andere Schwangere auch diese Freude umso intensiver erleben können. Genau. Wir haben da gerade schon das ein oder andere Bild gesehen. Mhm. Vielleicht können Sie uns mal erklären, wie Sie da drauf gekommen sind und was Sie da machen. Es gibt ein sehr schönes Programm, das habe nicht ich entwickelt, sondern eine Kollegin in den USA, Nancy Baldecke, die Achtsamkeit für die Schwangerschaft und Geburt einsetzt. Und wir haben das eben auch so gemacht, dass wir die Achtsamkeitsübungen für Schwangere weiterentwickelt haben. Also wir machen Yoga mit einer Kollegin zusammen habe ich das entwickelt, Yoga für Schwangere. Und eben auch Meditationen, in denen man bewusst das Baby spürt, die Veränderungen im Körper, die vor sich gehen und das eben so angewandt auf die Schwangerschaft. Mhm. Also das heißt, man sollte als Schwangere sich die DVD kaufen. Demnächst, was auf den Markt kommt. Genau, ist noch nicht da. Muss man mal ein bisschen gucken, die kann man ja sicherlich dann irgendwann vorbestellen. Geben Sie einen kurzen Ausblick, wie es bei Ihnen weitergeht. In München planen Sie ein Zentrum? Also ich habe zum einen, das ist eher so ein Netzwerk mit Kollegen zusammen, haben wir so Aktionen in München gemacht, haben Vorträge angeboten dort, aber vor allem möchte ich mich auch wissenschaftlich wieder weiter betätigen in dem Bereich, auch in München, dann soll es mit der wissenschaftlichen Forschung weitergehen. Vielleicht zum Schluss, es sind nur noch wenige Minuten, nochmal so ein, zwei Grundregeln für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, das interessiert mich jetzt schon, mal gucken, was Meditation mit meinem Körper macht. Wie kann ich am besten anfangen? Wie viel Zeit muss ich aufwenden und worauf soll ich achten?
Also ich denke, Zeit kommt wirklich ganz darauf an, wie viel Zeit man hat. Selbst wenn man die 10, 15 Minuten zwischendurch nutzt, ist das schon eine gute Sache. Ich finde immer so diese kleinen Momente zwischendurch, warten an der Supermarktkasse oder so, das sind ganz tolle Möglichkeiten, Busfahren, wo man einfach mal bei sich und im Körper ankommen kann, spüren kann. Dann haben wir schon gehört, es gibt Kurse in ganz Deutschland, die man machen kann. Es gibt auch sehr gute Bücher. Na, an der Supermarktkasse ist ja gleich die Königsdisziplin, sich da nicht ablenken zu lassen von dem ganzen Wuling drumherum. Also ich könnte mir vorstellen, ich würde da lieber einfacher anfangen. Sich beim Autofahren nicht aufregen, das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung. Ja, oder zu Hause sich hinsetzen, sich eine schöne Blume angucken, sich darauf zu konzentrieren oder einfach mal sich im Garten einen schönen Platz zu suchen und sich nicht durch überfliegende Flieger irgendwie ablenken zu lassen oder durch Umweltgeräusch oder sowas. Das kann es auch schon bringen. Sollte man täglich praktizieren? Das ist gut auf jeden Fall, ja. Es geht ja darum, das in den Alltag mehr und mehr reinzunehmen und das in sein Wesen mit reinzunehmen. Ja. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe damit, dass ich in der Gruppe besser meditiere als alleine. Mhm. Weil alleine zu Hause, das regelmäßig zu machen, das erfordert eine Menge Disziplin. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das in Gruppen zu machen. Da müssen Sie einfach mal ins Internet schauen. Es gibt Zentren, ob nun buddhistische Zentren oder meinetwegen auch Sportvereine, die das anbieten oder Yogaschulen oder was auch immer. Mhm. Einfach mal ins Netz gucken und vor allem irgendwie anfangen. Ich frage mich ja schon immer, ob ich nicht die ganze Zeit meditiere in Wirklichkeit. Ja, ist nicht unsere ganze Sendung eine Meditation? Ja, eben. Nein, ich würde mich gerne mal irgendwo anschließen lassen und das überprüfen. Also nicht die ganze Zeit, aber doch wesentliche Teile des Tages. Ich finde es gut, dass du dich irgendwo mal anschließen lässt. Ja. Danke Ihnen ganz herzlich für die Informationen und den Weg, den man vielleicht doch ein bisschen beschreiten sollte. Ich glaube, das schadet nicht. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.